Darauf habe ich so lange gewartet. Ich bekomme Superkräfte dank dieser Handschuhe. Doch dann müssen die Entwickler des Fraunhofer Instituts meine Erwartungen direkt einbremsen. Nein, ich werde mit den Dingern nicht zu Superman. Das Ganze ist ja eine ernste wissenschaftliche Angelegenheit. Vielmehr liegt der Schwerpunkt woanders. Es ist nicht bloß das Gewicht an sich, sondern es ist die Häufigkeit. Wie oft bewege ich eine Last? Und wir haben in Kommissionierbereichen durchaus festgestellt, es gibt bis zu 100, 150 sogenannte Picks pro Stunde. Und das ist für den Organismus durchaus belastend. Die Senshand, so der Name der Entwicklung, trägt also ein Stück des Gewichts mit. Das funktioniert über eine Seilwinde. Deshalb ist der Anwender an einen Ort gebunden. Ein kleines Manko. Mein erster Eindruck nach 5 Minuten Schlepperei. 2 Handschuhe, ziemlich viel Technik. Das sieht man an den ganzen Sensoren, die hier drin sind. Das Ganze läuft über Funk, wird an einen Rechner übermittelt und diese Gewichte werden dann errechnet. Und ja, wie man sieht, das Feintuning klappt noch nicht so ganz. Das Mikrofon ist dem Handschuh zu leicht anscheinend. Aber sicherlich eine interessante Erfindung. Denn die Flexibilität beim Arbeiten bleibt. Ich nutze schließlich immer noch meine eigenen Hände. Was die können, das macht so schnell kein Roboter nach. Die menschliche Hand hat den Vorteil, dass sie recht flexibel ist, dass sie auf der einen Seite die Kraft übertragen kann, verschiedene Greifarten ausführen kann. Und auf der anderen Seite haben wir auch ein taktiles Empfinden durch die Hand. Der Mensch stellt ja fest, handelt es sich um ein hartes Produkt, handelt es sich um eine weiche Oberfläche möglicherweise. Und das weiß der Handschuh dank einiger Sensoren eben auch. Eine Erfindung, die für Unternehmen wie der Elsässer Filtertechnik GmbH in Nufringen interessant sein könnte. Hier setzt man in vielen Bereichen auf innovative Lösungen und hat den Krafthandschuh auch schon im Blick. Wir haben zugegebenerweise aus Zeitschriften davon gehört, uns dafür sehr daran interessiert, auch Kontakt aufgenommen und glauben mit einer gewissen Weiterentwicklung, dass er eine sehr, sehr große Hilfestellung, gerade für unsere Mitarbeiter, die auch immer wieder schwerere Pakete heben müssen, sehr, sehr große Hilfestellung sein kann. Wie etwa im Versandbereich oder im Wareneingang. Gerade bei solchen mittelständischen Unternehmen wäre das eine große Hilfe für die Mitarbeiter. Es gibt einmal Großserienpackangelegenheiten, Zehntausende von Stück, wo es sehr stark in die Richtung Vollautomatisierung geht. Hier bei uns, wo eine gewisse Flexibilität immer gefordert sein wird, ist es eher die große Herausforderung, die Mitarbeiter zu entlasten. Anwendungsfelder für die Krafthandschuhe gibt es also genug. Doch die kommen frühestens in einigen Jahren auf den Markt, schätzen die Entwickler vorsichtig. Solange haben wir es also noch selbst in der Hand.